herzlich willkommen am ersten Saisontag. Wir haben lange warten müssen, aber jetzt ist es wieder soweit. Der Ball rollt. Lauschen Sie den Kommentaren von Florian Kohl. Ja, Tom, es ist toll, heute hier zu sein. Hoffentlich bleibt es so schön sonnig, auch während des Spiels. Vielen Dank, Florian. Gleich beginnt das mit Spannung erwartete Spiel. Da verliert er den Ballbesitz. Was für ein Tackling, um den Ball hier wegzuschlagen. Da wollte er sich schnell von seiner Manndeckung lösen und das hat er jetzt davon. Abseits. Den haben sie sich schnell geholt. Fantastisch. Den Ball weit nach vorne gepasst. Der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits, aber da hätte er wohl sowieso keine Chance auf ein Tor gehabt. Dieses Abseits schauen wir uns nochmal an. Die Abwehr jetzt in Ballbesitz. Er schießt den Ball weg. Den Ball aus der Verteidigung rausgespielt. Und im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Das war Abseits. Nach vorne gespielt. Ja, schöner Angriffsball. Lässt er den Torwart stehen? Und ein ganz langer Abstoß hier. Schön gespielt. Gutes Timing. Souveräne Grätsche. Elegant gelöst. Sowas sieht der Schiedsrichter nicht gerne. Er entscheidet auf Freistoß. Kein Problem für den Keeper, er holt sich den Ball. Weg damit. Den Pass schön gespielt. Freistoß nach dieser Grätsche. Es sah auf den ersten Blick schlimmer aus, als es in Wirklichkeit war. Der Schiri ist doch recht großzügig, auch wenn für diese Aktion die gelbe Karte gerechtfertigt gewesen wäre. Den Ball geklärt. Ballannahme mit der Brust. Gleich ist Halbzeit und noch haben wir hier keine Tore. Das sah schmerzhaft aus, aber kein Foul. In der eigenen Hälfte wieder in Ballbesitz. Gut geköpft. Die Spieler gehen in die Kabine, der Spielstand 0:0. Deine Analyse zu dem bisher gezeigten, Florian. Welche Mannschaft erwischt den besseren Start in die zweite Hälfte? Freistoß, so die Entscheidung des Unparteiischen. Ist das sein Ernst? Da haben Sie aber Glück gehabt. Abseits, aber es ist sowieso fraglich, ob er da eine Torchance gehabt hätte, denn sein Verteidiger war ganz in der Nähe. Prima Pass. Ja, prima Ballkontrolle. Ring ein. Ring ein. Ring ein. Lass ihn nicht entkommen. Lass ihn nicht entkommen. Ring ein. Lass ihn nicht entkommen. Er versucht die Grätsche und trifft den Ball. Da konnte er den Ballbesitz nicht halten. Ausgezeichneter Heber. Das ist Ballkontrolle.
Ein schöner Pass in die Tiefe. Und weg ist der Ball. Exzellent getimte Grätsche. Guter Pass. Er bringt die Grätsche und schießt den Ball weg. Jetzt müssen sie aufpassen. Guter Flankenwechsel. Gut platzierter Pass nach vorne. Das Spiel ist schon fast vorbei und wir haben immer noch kein Tor gesehen. Da bekommt der Verteidiger den Ball wieder unter Kontrolle. Das sieht nach einer guten Chance aus. Und da rettet er mit dem Fuß. An den Pfosten und aus. Das war knapp. Der ging daneben. Dem Torhüter soll es recht sein. Oh nein, was für ein Pech daneben. Ein Ball. Ich bin mir sicher, dass der Trainer auch mit diesem Unentschieden zufrieden sein wird. Die Meisterschaft war ihnen vor dem Spiel schon nicht mehr zu nehmen. Jetzt wird es allmählich spannend. Viele Begegnungen sind jetzt nicht mehr zu spielen. Thank you.